Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Domme und Marianne. Heute mit der Folge Pizza, Pech und Pannen. Es wird wieder legendär, es wird cringe und es wird total dämlich. Wir labern nicht lange, let's go. Okay, wir haben italienische Stimmung. Marianne ist direkt von der ersten Sekunde an dabei. Wir kennen sie ja oft, manchmal kommt sie erst dazu, sie ist direkt dabei. Aber warum läuft die italienische Musik? Was ist die Mission dahinter? Warum gehen die jetzt zu Pizza Figaro? Zu einem Italiener? Welchen Hintergrund hat hallo, das? Hallo, wir hatten telefoniert wegen dem Probearbeiten. Ja, hallo. Ah, Probearbeiten. Hätte ich mir denken können. Bei Edeka war sie ja schon. Sie war ja schon im Solarium, in der Sonnenbank war sie. Sie hat als Putzfrau gearbeitet. Überall. Sie versucht es jetzt in einer Pizzeria. Kleiner Spoiler Alert. Ich habe diese Folge noch nicht eine Sekunde geguckt. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich vermute, dass sie also sehr, sehr hart wieder es vermasseln wird. Hallo. So, hast du bis jetzt ausgeliefert, Pizza ausgeliefert? Nee, oder noch nicht. Ach, Auslieferung, okay. Sie steht schon mal nicht hinter der Theke, das heißt, sie muss die Pizzen nicht backen. Da bin ich schon mal beruhigt und ja, glaube ich, sind alle Kunden auch beruhigt, ja? Wenn sie immerhin einen Führerschein hat und Pizzen ausfahren kann, da kann man ja eigentlich nicht so viel falsch machen, oder? Oh, als Pizzabote gearbeitet? Nein. Nein. So. Nee. Dann kann man keinerlei Erfahrung? Ja, auch selbst mit Erfahrung würde Domme es einfach nur vermasseln, sag ich euch ganz ehrlich. Probearbeit mit dir machen? Ja. Dann gucken wir mal, wie das ist bei Ihnen. Dann gleich kommt so eine Tour, da fährst du die mal aus, ja? Okay. Wenn du willst, wir haben... Fährt sie mal aus, ja, eine kleine Probetour. Ja, Domme muss jetzt ja hier mal ein bisschen auf die Probe gestellt werden. Und das Ganze muss beobachtet werden, wie Domme sich anstellt, ne? Du hast ja kein Auto, du kannst dann... Ist ja hier in der Ecke, du kannst mal... Ja, okay, Auto wird natürlich gestellt. Ein Führerschein hat hoffentlich Domme. Oder nicht, dass jetzt rauskommt, dass Domme gar keinen Führerschein hat. Stellt euch mal vor, die soll jetzt Pizzen ausliefern, die hat gar keinen Führerschein. Der Fahrrad mal. Okay. Ja? Alles okay. Klar. Alles klar. Okay. Okay, sie bekommt eine Adresse, wo sie sich hinliefern soll mit der Bestellmenge. Ah, okay, man kann natürlich Bestellungen vertauschen und so. Ja, ein paar Sachen kann man da falsch machen, ne? Okay. Wir haben hier super italienische Stimmung. Die Pizzen werden zubereitet. Okay, die erste Bestellung geht raus. Zwei Pizzen. Steht drauf, baut meine erste da. Ja. Eine Kunde immer bitte lächeln. Ja? Okay. Lächeln, freundlich sein ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sagt er hier nochmal freundlicherweise extra. Alles so, klar. Viel Spaß erstmal. Nimmst du das bitte mit? Ja. Okay. Gut. Okay. Super. Toi, toi, ja? Immer gerade halten die Pizza, ja, bitte gerade halten. Genau, damit die natürlich nicht verrutscht. Die ist ja auch warm. Am besten auch beeilen, damit die Pizza warm bleibt. Und, mit dem Geld. Ich hoffe, Domme hat ein bisschen Wechselgeld mit, damit sie noch wechseln kann. Ausliefern. Oh Mann, ich traue mich nicht, diese Folge weiterzugucken. Es wird eine reine Katastrophe. Ich sag's euch, wie es ist. Und da habe ich mich schon gewundert, dass man das mit dem Fahrrad macht. Also, die hätten mir ruhig ein Moped geben können. Ich meine, einen Rollerführerschein habe ich ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob da mein Autoführerschein... Okay, sie soll es auf jeden Fall mit dem Fahrrad ausliefern, ja? Das machen ja hier die Lieferando-Boten auch alle in Köln und in den anderen Städten. Du bist dann mobiler, du sparst ein bisschen natürlich Emissionen, dadurch, dass das natürlich umweltfreundlicher ist, ja? Bei Domme ist das natürlich eine ordentliche sportliche Aktivität. Aber eigentlich ein geiler Kompromiss, oder? Sie verdient nicht nur Geld, sondern macht auch gleichzeitig Sport, ja? Würde Domme ja ganz gut tun. Marianne ist natürlich wieder seelische Unterstützung, guckt sich das Ganze an. Domme, meinst du es eigentlich ernst? Sie ist nicht mal, hat sie es aufs Fahrrad geschafft. Haut alles rum. Ja, richtige Reaktion, Marianne. Ja, der guckt sich das auch an, schüttelt nur mit dem Kopf. Aber will sie es trotzdem jetzt noch weiter ausliefern? Nein, könnt ihr neu machen. Mann, die klebt da jetzt überall fest und so weiter. Vergiss es. So geht es nicht. Nee. Anscheinend mit den Auslieferungen kann man vergessen. Ja. Du kannst... drinne Telefondienst. Ja, was ist das auch eine Idee? Also, ey, das ist ja vor allem auch, das ist eine sportliche Aktivität. Also, wäre ja Domme auch viel unterwegs. Also, ich vermute mal nicht, dass Domme eine große Ausdauer hat. Also, es ist nur eine reine Vermutung, ja? Machen. Okay. So, das Pizza ziehe ich von deinem Lohn ab, ja? Heute Abend. Okay? Okay. Okay. Oh, wird vom Lohn abgezogen. Zwei Pizzen. Ich sag mal, 8 bis 10 Euro, 16 Euro, ja, 1 bis 2 Stunden schon mal umsonst gearbeitet. Dann sollte ich diese Pizzen, die mir da runtergefallen sind, auch noch bezahlen. Das ist ja eine richtige
Unverschämtheit, ehrlich. Ja, okay, kommt drauf an. A, finde ich jetzt auch sehr hart. Ja, vor allem ganz am Anfang. Es kann ja wirklich ein doofes Versehen sein. Aber wenn das der Deal war, vielleicht haben sie es ja vorab gemacht. Naja gut, aber ich habe mir dann gedacht, sagst du mal lieber nichts, weil ich wollte ja auch noch den Job da, ne? Jetzt wirst du. Domme macht am Ende Minus. Die geht arbeiten 4 Stunden, macht Minus, weil die mehr Pizzen kaputt macht, als sie tatsächlich verdient. Als Telefonist hier drin arbeiten, gehst du am Telefon, sagst Pizza Figaro, guten Abend. Immer lächeln am Telefon. Ja. Freundlich sein, Pizza Figaro, also auch nicht. Telefon entgegnen, kann man nicht viel falsch machen. Aber wir wissen ja aus der Sonnenbank-Folge, dass auch mit der Freundlichkeit es Domme nicht immer so ganz gut macht, ja? Also, sie hat ja teilweise Kunden aus dem Sonnenstudio verjagt. So, Adresse nachfragen, Name nachfragen. Klar. Und was sie für eine Produkt bestellt, Pizza. Genau. Da stehen jeweils die Nummern, die schreibst du dir. Was kostet dir so eine Pizza? Boah, die sind sehr günstig. Ja, okay, die gehen bei 5 Euro los, dann 7 Euro und 9 Euro. 5 Euro, 7 Euro und... Ja, okay, kommt dann verschiedene Größen, kommt natürlich an. Oder hier. Oder klein, normal, groß. Nee, die sind günstiger. Boah, große 5, 6 Euro. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Wir haben eine starke Inflation, Freunde. Hier noch ein bisschen Wirtschaftswissen mit El Maggi. Das, also es gibt heute noch Pizzerien, wo man eine große Pizza für 6 Euro bekommt? Nein, die kosten über 10 Euro, oder? Ja, auf. Ja. Und sagst den Kunden, ob das eine kleine Pizza, normale oder große. Ich guck mir das mal an, wie du das machst, ja? Ja, klar. Ein Auge drauf zu werfen ist super, weil, ja, das ist Domme, ja? Und Domme kann auch ganz schnell Kunden verjagen. Alles klar, halbe Stunde ungefähr. Tschüss. Okay. Ja. Ja. So, was soll ich jetzt sagen dazu? Wieso? Ich sag nur eins. Warst zufrieden mit dir selbst? Ja. Okay, also wir haben jetzt nicht viel gesehen, was schief ging. Wir haben nur einen kurzen Ausschnitt gesehen. Sie sagte 30 Minuten ungefähr bis dann. Sie wirkte freundlich. Also bisher alles gut. Aber wir wissen natürlich nicht, was dazwischen passiert ist. Ja, natürlich. Nein, ich war nicht zufrieden. Warum? Ui. Erstmal die Nummern fragen bitte. Habe ich dir auch schon mal deutlich gesagt. Ja. Okay. Wo du das aufgelegt hast. Ja, tschüss. Das geht nicht so einfach. Tschüss. Schönen Abend wünsche Ihnen und so weiter. Ja, okay, das sind Kleinigkeiten, ja. Sie hat Ciao gesagt, sie hätte noch sagen können, ja, schönen Tag noch und so weiter. Das sind Kleinigkeiten. Da soll der Bré jetzt mal hier aber nicht übertreiben, ne? Da soll der Bré hier mal wirklich nicht übertreiben. Ja, kannst du mal einzeln sagen, was das ist? Ich kann deine Schrift überhaupt nicht lesen. Ja, okay, ja, eine Sauklaue. Kannst du selber lesen? Ja. Okay, erklär mal bitte, was das ist. Okay, er macht jetzt gerade ein bisschen Palaver für nicht so schlimme Sachen, finde ich. Oh, mit Schinken. So, jetzt guckst du mal bitte, welche Nummer das ist. Suchst du mal bitte aus. Ja, das ist das Problem. Stell dir vor, das wären mehrere Anrufe hier und wir würden so mit dem Mist hier stehen. Dann würden wir Kunden sagen, hör mal, wir sind nicht in einer halben Stunde da, sondern in 2 Stunden da. Okay. So. Ja, muss ein bisschen schneller gehen. Aber dass die Abläufe natürlich schneller werden, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, also da muss ich Domme gerade ein bisschen Schutz nehmen. Das fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Ich werde dir erklären, wie das geht. So, wenn du am Telefon bist, zum Beispiel, das ist der, was hast du gerade gesagt? Tagliatelle Figaro. Okay, das ist die Nummer 67, ja? So wird's jetzt gemacht, ab sofort, ja? Auch wenn du am Telefon bist, fragst du bitte nach Nummern. Wenn du nicht kannst, nicht so eine Kriegelkragel hier, sondern guckst du dir das an. Wenn du die Kunden von der Kunden die Bestellung angenommen hast, heftest sie hier ein. Ja, der ist vielleicht auch ein bisschen jetzt genervt, weil sie draußen schon 2 Pizzen in den Dreck gehauen hat, ja. Und gib sie hier vorne an den Jungs ab. Da war ich schon sauer. Die wollte schon erst rausschmeißen, aber ich habe gesagt, lass ihr mal noch eine Chance. Ja, ja, der war schon sauer am Anfang mit der Pizza. Er wollte sie direkt rauswerfen, ja. Also auch verständlich. Mal gucken, wie sie es jetzt macht. Okay, Marianne kommt in den Laden hinein. Ich möchte bitte eine Pizza Salami. Eine Pizza Salami, natürlich. Klein, normal oder groß? Klein. Eine kleine. Okay. Ja, da haben wir wieder jetzt, die wissen natürlich nicht, dass Marianne und Domme zusammengehören. Ja, dass das ein Team ist. Marianne kommt in den Laden, bestellt jetzt einfach so eine kleine Salami-Pizza. Macht es natürlich Domme jetzt relativ einfach. Eine einfache Bestellung, keine Großbestellung, keine Lieferung, sondern so. Mal gucken, was Domme jetzt fabriziert. Ja, wunderbar. Kommt sofort. Ich wollte sie dann unterstützen und bin dann rein und habe mir eine Pizza bestellt. Und habe sie dann beim Chef ganz doll gelobt. Ich hatte gehofft, dass er dann merkt, was er für eine tolle Mitarbeiterin hat. Sie haben aber freundliches Personal. Ist ja eine nette Mitarbeiterin. Danke. Oh, das ist ja auch gar nicht auffällig.
Marianne, hör mir mal zu, hör mal. Das ist lieb und freundlich gemeint von dir, Marianne. Und das ist ein guter Plan. Aber nachdem sie da 5 Minuten arbeitet, vielleicht wäre das besser, wenn du ein paar Mal häufiger in den Laden gehst und dann auch eine Kundin bist, die sie schon häufiger erlebt hat. Und dann sagst, okay, ich war schon häufiger im Laden und ihre Mitarbeiterin ist wirklich sehr freundlich. Aber das ist doch viel zu auffällig. Das checken die doch sofort. Also wirklich. Ja, freut mich zu hören. Ja, die ist freundlich, ja. Mhm. Die ist auch, sie hat auch die erste Tag heute. Oh, ja. Erster Tag, okay. Okay, er merkt es nicht, dass, ja, dass sie tatsächlich die Tante ist und ja, reagiert freundlich. In Schwarze getroffen. Mhm, in Schwarz? Ja, muss man mal noch gucken. Ja, müssen wir noch gucken, genau, würde ich auch dazu sagen. Das stellt sich noch heraus. Okay, jetzt geht's weiter. Steht Marianne daneben und guckt sich das an? Ja, Marianne guckt sich das an. Was war dann falsch? Figaro, Macaroni war falsch. Sie haben was anderes bestellt, ja? Oh nein. Oh nein, Domme! Ja, jetzt Ende. Domme, kannst den Job schon wieder, ey, kannst den Pizzajob schon wieder an den Nagel hängen, wirklich. Also, das ist ja, die hat einfach nur die erste Bestellung, die sie aufgenommen hat, direkt falsch verstanden. Direkt falsche Lieferung und die Kunden beschweren sich ja sogar. Und die Pizzen waren falsch. Ja. Es tut mir sehr leid. Dann werden wir das jetzt alles korrigieren. Was wollen Sie haben, bitte? Ich schreibe das mal auf, bitte, schnell, ja? Dann ging alles knall auf Fall. Dann hat sich jemand am Telefon beschwert, da wären die falschen Nummern aufgeschrieben worden und die hätten das Falsche geliefert. Ja, Marianne. Knall auf Fall. Ja, auch schönes Sprichwort, kannte ich so noch gar nicht. Aber Freunde, das geht dann ganz schnell. Domme hat wieder mächtig Bockmist gebaut, ja? Also das ist doch nicht mehr zu glauben. Vielleicht muss Domme einfach bis ihr Ende arbeitslos bleiben. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das gibt hier gleich wieder Stress. Ja. Hier brennt echt jetzt die Luft. Ja. Es tut mir sehr leid, ja? Okay, danke. Hoi. Ciao. So, was soll das sein, bitte? Das hat er doch so. Du hast ja gerade gesagt, dass du aufgeschrieben hast. Ja, habe ich. Ja, du hast auch nicht gut zugehört. Du schmeißt die Pizza runter, willst ausfahren. Jetzt bist du am Telefon dran und nimmst nur Scheiße. Ja. Frag doch mal 10-mal. Ich habe dir schon mal gesagt, höflich sein und die Nummern bitte. Die Nummern hast du auch nicht gefragt. Ja. Deswegen ist sie durcheinander hier. Alles durcheinander. Domme wieder mächtig Bockmist gebaut. Erster Arbeitstag. Ich meine, wir reden hier nicht von komplizierten Jobs, ja. Du musst jetzt hier nicht ein eigenes Programm entwickeln oder sowas. Oder programmieren, sondern du sollst Nummern aufnehmen, ja, am Telefon. Also das ist Domme. Mann, mit dir, du machst mich kirre. Wirklich. Ja, was soll ich mit dir machen jetzt? Ja. Richtig. Ja, komm, ich gebe dir letzte Mal Chance. Letzte Chance, ja? Bitte. Alle guten Dinge sind 3, Domme. Er gibt jetzt die letzte Chance und das finde ich jetzt auch gütig. Und Domme hat ja schon 2-mal Mist gebaut, nee, im ersten Tag. So, und jetzt echt. Nutz deine 3. Chance jetzt, Domme. Und dann rief da einer an, total böse. Er hätte die falsche Lieferung bekommen und so. Hallo, was kann ich denn dafür, wenn die in der Küche die Fehler machen? Nee, Domme, das war nicht in der Küche, Domme. Du hast definitiv die Bestellung falsch aufgenommen, ja? Du hast ja Figaro gesagt, die wollten keine Pizza Figaro. Domme, hier nicht die Schuld wegschieben, ja? Oh nein. Ist das der nächste? Was ist das denn jetzt? Hast du die Bestellung angenommen? Ja, kann sein. Ja, was soll das bitte? Du hast ein paar Mal jetzt. Es tut mir sehr leid. Sie kriegen jetzt sofort einen neuen Pizza, ja? Ich könnte selber beiden. Stellt mal Leute an, die Deutsch verstehen oder so. Was soll das? Du kannst nicht ausfahren, du kannst kein Telefon, du kannst die Bestellung nicht annehmen. Ja, falsche Pizza. Natürlich, der Kunde war jetzt auch ein bisschen übertrieben, dass er dann da pöbeln rausgeht und so. Weil Fehler können ja mal passieren. Aber dann hat er jetzt auch direkt auch gegen Domme geschossen, dass sie mal Mitarbeiter haben sollen, die Deutsch können. Aber ey, was macht Domme da? Also sorry, aber was macht sie denn da? So schwer kann das doch nicht sein. Es tut mir sehr leid. Raus. Gib das Kuli her, nimm deine Jacke. Der Kugelschreiber, der Kuli. Ciao, auf Wiedersehen. Ja, das war's. Als Kunde kann ich dich gerne sehen, aber als Mitarbeiter... Tut mir leid, kann nicht vergessen. Untauglich. Such dir neue Arbeit. Ja, danke. Okay, sehr böse jetzt. Ja, so böse muss man es nicht machen, aber dass sie raus ist, kann ich verstehen. Tschüss. Ja, wenn man Probearbeit... Warte, doch da. Ja, danke. Tschüss. Meine Pizza Salami auch nicht mehr. Ja, ich brauche meine Pizza Salami auch nicht mehr, sagt Marianne, ja. Also, ja gut, das kann man freundlicher gestalten natürlich, aber also, dass sie sich nicht als Mitarbeiterin taugt und man nur beim Probearbeiten 3 so kranke Fehler macht und nur Kacke baut. Ja, was ist denn mit Ihnen, die Dame? Ich werde in diesem Laden bestimmt keine Zukunft haben. Aber ist auch nicht weiter schlimm, weil wo solche Kunden hingehen, da will ich nicht arbeiten. Mhm. Okay, es geht weiter. In der Wäscherei jetzt. Tür öffnet nach außen, Domme.
Ey, Domme kriegt manchmal nicht mal die Tür geöffnet, ne? Da steht da. Also noch dicker kann es nicht draufstehen. Wow. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. Ich habe eine Frage. Ich bin momentan auf Jobsuche und wollte deshalb fragen, ob Sie vielleicht irgendwie eine Stelle für mich hätten. Mhm. Haben Sie denn Erfahrung in der Wäscherei? Haben Sie schon mal Ja, ich habe schon in der Wäscherei gearbeitet. Ja. Ich habe da gebangelt, gebügelt, die Wäsche gewaschen. Da hat sie. Okay. Gemangelt, gebügelt, etc. Domme hat da also Erfahrung. Also kann sie gar nicht so viel Bockmist bauen. Aber ich ahne Böses. Ich ahne anderes. Ach, schon getrocknet. Ja. Ja, alles, was halt dazu gehört. Ja, so für Hemden könnten wir eventuell noch eingebrauchen. Mhm. Aber es ist ja nur eine Teilzeitarbeit. Mhm. Also kein Ja, ist ja schon mal besser als nichts. Ja, ja. Ja, wenn Sie Zeit haben, können Sie ja mal ein bisschen arbeiten. Dann gucke ich mir das mal an, was Sie so drauf haben. Ja. Viertelstunde oder so. Mhm. Okay. Und dann schauen wir ja, mal. Ja, natürlich. Ja. Jetzt sofort. Ja? Ja, wenn Sie Zeit haben, ja, natürlich. Kommen Sie mal durch. Okay. Domme kriegt eine krasse Chance. Ja, sie geht in den Laden 1 von 1, direkt auch ein Angebot bekommen. Sehr freundliche Frau hier, die ihr sagt, ja, können wir direkt mal anbieten oder mal versuchen. Domme, du hast jetzt eine Chance, du hast da sogar Erfahrung. Bitte verbock es jetzt nicht. Tschüss. Okay, bitte. So. Okay, mach's auch nicht. Ja, aber hier komme ich nicht durch. Nee. Dann kommen Sie nicht durch. Nein. Dann kommen Sie aber sicher hier durch. Ja, das passt. Okay. Okay. So. Dann darunter. Mhm. Mhm. Ui, die ist groß, die Wäscherei. Krass. Sehr groß. Mhm. Okay. Ja, Domme bügelt, Domme gibt alles. Ja, was machst du denn da? Das geht nicht. Du kannst nicht beide gleichzeitig drücken. Entweder Dampf oder abziehen. Das geht ja nicht. Das ist ja ganz sinnlos. Wie beim Auto. Kupplung und Gas. Das ist ja kein Auto. Ist ja ein Dampfbügeltisch. Wie beim Auto. Ja, Domme, der Unterschied ist aber nur, ob du stehst gerade vor einem Bügeleisen und nicht in einem Auto. Kupplung und Gas. Domme, Mann, du stehst vor einem Bügeleisen. Die drückt den Dampf und den Abzug direkt gleichzeitig, oder was? Hat sie gedacht, dass sie hier so mäßig wie beim Auto hier Kupplung kommen lassen muss, oder wie? Und dafür hast du ja auch nicht beides. Bremse und Gas. Zusammen nee. Machst du auch nicht. Ja, das nee. Ja. Also, Kupplung das ist... Nein, nee, das geht nicht. Nee, das ist wie Bremse und Gas, was du gerade gedrückt hast. So, und jetzt bügeln wir das fertig. Jetzt gehe ich meinen Laden bedienen und dann kannst du das mal fertig machen, ja? Okay. Ich komme in 10 Minuten wieder, ja? Domme, also, du hast das doch schon gemacht. Da werde ich mich echt bemühen, weil den Job, den will ich auf jeden Fall haben. Ja. Domme, dann stell dich doch einfach mal ordentlich an. Gib dir einfach Mühe. Hab ein bisschen gesunden Menschenverstand. Meine Güte. So, wie ist das denn? Oh, das sieht doch... Ah, oh, das sah gar nicht gut aus. Was ich jetzt auf den ersten Blick beurteilen konnte. Wieso passt das hier jetzt nicht? Ich muss doch da drauf. Oh, jetzt reißt es auf. Arm noch nicht bügeln. Dieser Ärmel, der wollte einfach nicht drauf. Oder Domme? Muss ich dann halt ein bisschen mehr körperlichen Einsatz machen? Ja, Domme, dann reißt der Knopf auf, wenn das nicht passt. Dann machst du den Knopf auf oder machst du es nur bis dahin, wo es passt? Also das war irgendwie so ein Billighemd, so ein Billigstoff oder so. Ja, Billigstoff. Freunde, machen kurz die Grüße. Ich bin hier. Domme macht mich schon wieder kirre. Grüße gerne auch zu diesem Video an das Kanalmitglied an Timo Voss und an die Kommentare an Andreas Müller und Tessa. Wenn du mir das Video auch gut zuhören willst, schreib einfach in den Kommentar. Und mit etwas Glück bist du auch dabei. Erst sind dann die Knöpfe abgeflogen und dann ist das auch noch eingerissen. Och. Ja, och. Ey, die macht die Hemden kaputt. Das sind Hemden von Kunden. Die macht sie kaputt. Das ist ein Super-GAU. Das ist ein Super-GAU. Ja Gott, hat halt keine Knöpfe mehr. Ja. Aber jetzt kriegst du zumindest drauf. Ja, jetzt kriegst du zumindest drauf. Mhm. Reißt noch ein. Ey, die zerstört das Hemd komplett. Beim Probearbeiten, dann fragt man lieber nochmal nach oder so, lieber einmal mehr nachfragen oder so, aber das ist der größte anzunehmende Unfall, den du hier fabrizieren kannst, wenn du die Hemden von den Kunden kaputt machst. Den machst du schlimmer als vorher. Die sollen ja nur gewaschen werden. Die macht es schlimmer als vorher. Die macht sie kaputt. Ja, die waren vielleicht ein bisschen dreckig, aber die waren ja noch heile und tragbar. Jetzt nicht mehr. Gut gemacht, Domme. Domme, was macht sie denn jetzt? Hat sie das ja wieder angenäht? So, da gucken wir mal, was du gemacht hast. Mhm. Ja. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist ein Muster. Das ist verbrannt, Mädchen. Das ist verbrannt. Was hast du gemacht? Das ist verbrannt. Also selbst ich bin kein Bügelprofi und ich bügel nicht viel in meinem Leben, ja? Aber ich habe schon ein paar Mal gebügelt und selbst mir ist noch nie was verbrannt. Domme hat Erfahrung und arbeitet in der Wäscherei. Das ist ja die absolute Härte. Zerrissen, verbrannt, die Knöpfe weg. Wo sind die Knöpfe? Die waren da gar nicht dran. Wie können denn Knöpfe abgehen beim Bügeln? Wie geht denn sowas? Die waren da ja auch gar nicht dran. Die waren da gar nicht dran. Hier liegt ja zum Beispiel einer, der ja dazugehört, ne? Was ist das?
In Gottes Namen. Also da könnte ich dich nicht gebrauchen hier. Raus. Also meine Reaktion genauso. Damit direkt. Ja, guck mal. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Meinerweise. Absolut nicht. Der Kunde würde jetzt bestimmt über 100 Euro verlangen. Weil das da immer Designerhemden sind. Das geht in keiner Weise. Schrecklich, nein. Genau, Wäscherei hat ja vor allem immer mit teuren Sachen zu tun, ja. Und wenn die Sachen halt kaputt gehen, dann müssten die dann, ich weiß nicht, ob die dafür aufkommen. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Such dir einen anderen Job, ja? Also hier bist du nicht geeignet für, okay? Alles klar. Dann will die mir da einen erzählen, das wäre nicht der richtige Job für mich. Ja, ist nicht der richtige Job, Domme! Ist es nicht! Basta, finito. Ich weiß gar nicht überhaupt, ob irgendwas für dich der richtige Job ist. Ja, auch nur vorne und nimmt da immer die Waren an. Die weiß da auch nicht, was da hinten passiert. Also die kann das hundertprozentig nicht besser. Jetzt schießt die einfach noch gegen die Frau. Ja, was für traurige Musik jetzt. Null Mitleid. Domme, stell dich doch einfach mal ein bisschen gescheit an. Gar kein Mitleid. Ja, nächster Job weg. Hallo, Marianne. Hallo, Domme. Erzähl, wie war's? Hast du den Job? Nee, das ist gar nicht so gut gelaufen. Die haben mich irgendwie direkt an so einen scheiß Bügeltisch gestellt und ich sollte Hemden bügeln. Ja, es ist noch nie irgendwas gut gelaufen an Jobs bei dir, Domme. Direkt am Anfang Hemden bügeln, weißt du? Und dann hat die mir das noch nicht mal richtig gezeigt und dann ist natürlich wieder was... Okay, das hätte sie natürlich machen können, ihr das mal ordentlich zeigen. Aber dass man, also selbst mir wurde es nie gezeigt, aber dass man nicht die Hemden einreißt und die Knöpfe abreißt, das müsste selbstverständlich sein. Also wenn man so wenig gesunden Menschenverstand hat, dann kann ich es verstehen, da würde ich genauso reagieren, als wenn ich da der Vorgesetzter wäre in der Wäscherei. So was kannst du nicht gebrauchen, ne? Was schiefgegangen. Hast das auch wieder versaut. Das ist echt scheiße. Ja, richtig. Was willst du demnächst mal machen? Und mit Geld ist jetzt auch nichts. Wie willst du deinen Papa finden? Ja. Oh. Wieder versaut. Den Papa kann sie auch nicht finden, weil sie dafür ja Geld braucht. In der anderen Folge sind sie ja schon irgendwie nach Venlo gefahren, glaube ich, um den Papa zu suchen. Ja. Meinst du, es gibt jetzt keinen mit der Vatersuche oder was? Aber ich habe mir doch so Mühe gegeben, Mann. Domme, du hast dir keine Mühe gegeben. Du hast dich nicht gut angestellt, du hast eigentlich gar nichts. Ja, ohne Geld geht das aber nicht. Oder wolltest du trampen? Nee. Trampen. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt gleich erstmal zu Mama. Ja, dann komme ich auch dahin. Alles klar, dann bis gleich. Ja. Tschüss. Ich war schon... Marianne kommt jetzt auch noch zur Mama und leistet wieder seelische Unterstützung. Ist unglaublich. Marianne, die gibt echt die Hoffnung nicht auf, kümmert sich immer wieder um Domme. Also selbst mir, ja, ich reagiere nur auf die Videos, Freunde. Selbst mir reißt jede Folge der Geduldsfaden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Echt deprimiert. Dass das mit dem Probearbeiten alles schief gegangen ist. Ja, ja, also klar, da wäre ich auch deprimiert, Domme. Das war's mit dieser Domme-Folge. Hier könnt ihr abonnieren, hier könnt ihr auch mein Instagram abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Checkt sie ab und bis morgen zu einem neuen Video. Danke fürs Anschauen, haut rein, ciao, ciao, euer Imagi.